So, nochmal hallo zusammen. Schlag auf Schlag geht das bei uns, schon die zweite Pressekonferenz des Jahres. Wir wollten euch unseren Neuzugang vorstellen, Timotej Kolodziejczak, der gestern unterschrieben hat, heute zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert und wollten euch Gelegenheit geben, eure ersten Fragen loszuwerden. Ich begrüße auch Max Eberl dazu, Max, und würde dich vielleicht bitten, anfangs mal was zu sagen über diesen Transfer. Ja, also es ist wirklich Schlag auf Schlag, zweite PK schon. Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass Timotej für Borussia Mönchengladbach sich entschieden hat. Das ist ein Spieler, den wir seit der U17 kennen. Na, als die französische U17 Europameister wurde, waren wir schon oder kannten wir ihn schon und haben ihn auch seitdem verfolgt. Das ist so ein bisschen das Credo, was wir haben, Spieler weiter zu verfolgen, und irgendwann gibt es vielleicht die Chance, aus welchen Gründen auch immer, einen Spieler zu verpflichten. Und leider für Kolo, gut für uns, hat der neue Trainer jetzt nicht ganz so auf ihn Wert gelegt und hat andere Spieler spielen lassen, und das war einfach die Chance für uns, dann eben wirklich dran zu sein. Kolo ist ein Spieler, der über eine Erfahrung verfügt, über fast 200 Pflichtspiele verfügt, der schon Großes geleistet hat, zweimal Europapokal gewonnen hat. Das ist übrigens das, was ich mit besonderer Geschichte meine. Ich meine keine Storys drumherum, sondern ich meine das rein Sportliche, dass Kolo wirklich in seinen jungen Jahren schon zweimal den Europapokal gewonnen hat, mit 17 sein erstes Champions-League-Spiel schon gemacht hat, also wirklich eine sehr, sehr interessante Karriere schon hatte und hoffentlich bei uns jetzt seinen nächsten Schritt gehen wird. Wir wollen immer wieder Spieler finden, die hungrig sind, die ihren nächsten Schritt gehen wollen. Jetzt kann man sagen, von Sevilla nach Gladbach ist kein Schritt nach vorne, aber er spielt in der nächsten großen Liga. Er hat in Frankreich gespielt, er hat in Spanien gespielt, jetzt spielt er in der Bundesliga. Und er bringt genau das mit, was wir uns von unserem neuen Spieler erwartet haben. Linker Fuß, sehr aggressiv, kann linker Verteidiger spielen, linker Innenverteidiger spielen. Eine gute Schnelligkeit, Aggressivität, ein Typ, der Spiele gewinnen will. Und genau das, was wir ein Stück weit brauchen. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass sich Kolo für uns entschieden hat. Gut, dann habt ihr das Wort. Fragen bitte gerne auf Französisch, wer will. Er spricht Französisch und Spanisch, ansonsten übersetze ich, wer es nicht auf Französisch möchte oder kann. Carsten Kellermann fängt an. Bitte warte aufs Mikro eben. Hallo, hi. Das geht auch auf Englisch, aber ich spreche Deutsch. Ja. Ja, Kolo, willkommen. Bis jetzt hier. Kannst du kurz erklären, warum du dich für Borussia Mönchengladbach entschieden hast und warum es gut ist, in der Bundesliga zu spielen? Bonjour à tous. Tout d'abord pour parce que j'ai reçu beaucoup de fois Max qui ont eu confiance en moi depuis un bon bout de temps maintenant. Voilà, je sais que c'est un grand club qui a une histoire et qui joue les premiers rôles depuis des années. Donc voilà, avec un groupe de qualité et avec un club avec beaucoup d'ambition. Also sagt, dass Max sehr hartnäckig und seit längerer Zeit schon Kontakt zu ihm hatte. Das hat ihm gut gefallen und es waren sehr gute Gespräche. Und natürlich kennt er Borussia und weiß, was hier in den letzten Jahren geleistet wurde, dass der Verein sehr gute Entwicklungen genommen hat, sehr gute Ergebnisse in den letzten Jahren geliefert hat. Und es hat ihn sehr gereizt, hier und in der Bundesliga zu spielen. Carsten macht weiter. Vielleicht noch eine technische Sache. Kannst du einmal sagen, wie der Name richtig ausgesprochen wird? Nicht Kolo, sondern der ganze Name? Comment est-ce qu'on prononce ton nom? Kolodziejczak. Kolodziejczak. Okay. Carsten. Was erwartest du von der Rückrunde in Mönchengladbach? Es ist ja so wie bei dir in Sevilla, bei Borussia auch nicht so gut gelaufen bislang. Was denkst du, ist noch möglich für euch dann zusammen? La deuxième partie de saison, c'est de remonter en classement. Voilà, d'être à notre place, parce qu'on est le Borussia n'est pas à sa place en ce moment. Et de faire une grosse Europa League, parce que c'est une compétition importante. J'ai gagné deux fois et j'ai l'expérience et c'est des moments à vivre. Donc voilà, je pense qu'on a le groupe pour aller loin et remonter au classement le plus vite possible. Also zum einen natürlich vorrangig auf jeden Fall in der Bundesliga-Tabelle sich zu verbessern und weiter nach vorne zu kommen. Zum anderen aber auch, sagt er, für ihn sehr reizvoll die Europa League. Das ist für ihn ein sehr wichtiger Wettbewerb. Er hat den Wettbewerb zweimal gewonnen. Er weiß, welche schönen Momente man dort haben kann, feiern kann. Und da möchte er mit Borussia so weit wie möglich kommen. Petra.
Hallo. Du hast in Frankreich gespielt und in Spanien gespielt. Wie lange wirst du, glaubst du, brauchen, um dich an die Bundesliga zu gewöhnen? Non, non, je pense pas. Je vais essayer de m'adapter le plus rapidement possible. Après, j'ai une expérience en France et en Espagne. Voilà, j'ai 25 ans maintenant avec beaucoup d'expérience. À moi à m'adapter le plus rapidement possible et de voir que je suis un joueur confirmé pour enchaîner les matchs. Also er glaubt nicht, dass er dafür sehr viel Zeit braucht. Er traut sich zu, sich sehr schnell an die Bundesliga und an die Spielweise hier zu gewöhnen. Wie gesagt, er hat in Frankreich gespielt in der ersten Liga und in Spanien in der ersten Liga gespielt. Er ist 25 Jahre alt, sagt, dass er schon recht viel Erfahrung hat auf dem Niveau. Und wie gesagt, er glaubt nicht, dass er viel Eingewöhnungszeit braucht. Carsten. Kannst du deine Spielweise ein bisschen beschreiben? Wir haben ja alle schon ein bisschen Sevilla gesehen. Da kam das so rüber, dass alle recht harte Spieler sind. Wie spielst du? No, je suis un joueur qui aime jouer au ballon. Voilà, repartir de derrière, jouer avec ses partenaires et faire courir l'adversaire. Voilà, j'aime bien tactiquement être en place et voilà, je joue pour gagner et pas pour perdre. Also spielerisch ist ein Spieler, sagt er, der gerne den Ball am Fuß hat, gerne Fußball spielt, natürlich als Abwehrspieler es auch gerne hat, dem Gegner das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Ja, das ist das zusammengefasst, was er gesagt hat. Dirk. Max hat ja immer betont, dass uns Schweinehund fehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie du Schweinehund übersetzt, aber das kriegst du bestimmt hin. Oh Gott. Ist er denn auf dem Rasen so eine Art Schweinehund, kann man das so sagen? Ist er sehr aggressiv? Ist er auch, hat Max gerade gesagt, wenn man den Begriff da mal so nimmt. Weiß nicht, wie das gibt es vielleicht einen speziellen in Spanien, Frankreich. Ouais, j'ai 25 ans maintenant. Voilà, je suis ici pour devenir un cadre, être un joueur important. Et voilà, donner mon expérience. Parce que je pense qu'à 25 ans, j'ai pas eu mal d'expérience. Avec le club de Séville. Et voilà, je peux être ce jour-là et je vais être ce jour-là. Nochmal, er sagt, dass er schon eine gewisse Erfahrung hat aus Sevilla mitbringt und dass er gekommen ist, um ein wichtiger Spieler in der Mannschaft zu sein, Verantwortung zu übernehmen und glaubt, dass er seine Erfahrungen aus Sevilla, die ja auch eine entsprechende Mannschaft haben, wo solche Tugenden gefragt waren, dass er das hier gut einbringen kann. Petra. Du spielst Innenverteidiger und linker Außenverteidiger. Hast du einen bestimmten Wunsch, wo du am liebsten spielen würdest, oder ist es dir völlig egal? Oui, Axe central gauche. C'est vrai que ça fait maintenant un peu plus de deux ans où je suis à ce poste et j'ai été par un très grand coach, Unai Emery, qui m'a appris le haut niveau à ce poste-là. Et voilà, je pense que je peux apporter beaucoup plus à ce poste-là. Also seine Lieblingsposition ist die des linken Innenverteidigers, hat er in den letzten Jahren auch in Sevilla gespielt und ja, wie gesagt, da sieht er sich und da hofft er auch hier spielen zu können. Achim. Bonjour Timothée. Bonjour. Jetzt auf Deutsch. C'est tout, das ist schon alles. Ich habe noch Sava. Markus, ihn vielleicht fragen, was darf man außerhalb des Fußballplatzes von ihm wissen? Wie ist er so privat drauf? Was kann er uns da verraten? Was macht er gerne, wenn er nicht Fußball spielt? Da vielleicht ein paar Dinge. J'aime bien être chez moi, tranquille, et puis faire les magasins. C'est vrai que j'aime bien m'habiller. Et voilà, aller au resto avec mes amis, ma copine. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Also nichts besonders Aufregendes, er ist gerne zu Hause, ist ein ruhiger Typ, geht auch gerne shoppen, mag es sich gut anzuziehen und ja, Zeit mit seinen Freunden und seiner Freundin zu verbringen. Dirk. Er hat ja gerade gesagt, dass er gerne Europa League spielt. Ist es ihm denn dann schwer gefallen, nach Gladbach zu kommen, weil wahrscheinlich nächstes Jahr hier nicht international gespielt wird? Ouais, c'est vrai que pour l'instant on est mal classé, mais il reste assez de matchs pour remonter au classement et je pense que ça va être l'objectif du club d'accrocher une coupe européenne et on en a les moyens, à nous de le démontrer sur le terrain. Er sagt, es stimmt, dass das im Moment nicht danach aussieht, aber es bleiben noch ausreichend Spiele, um da vielleicht was dran zu ändern. Er glaubt jedenfalls, dass die Mannschaft und der Club die Möglichkeiten haben, das auch in Zukunft wieder zu erreichen.
Carsten. Ups. Du hast in deiner Karriere auch schon ein paar Tore gemacht. Wie gut bist du bei Offensivstandards? Oui, les coups de pied arrêtés, j'aime bien monter sur corner. Voilà, j'ai eu pas mal de buts dans ma jeune carrière et en professionnel aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on travaille beaucoup aussi à l'entraînement avant avec Séville. Also, c'est tatsächlich was er sehr gerne mag, gerade bei den Ecken, bei Freistößen vorne dabei zu sein im Strafraum und das trainiert er auch besonders. Dirk. Vielleicht nochmal an Max die Frage, ist das in deinen Augen der Schweinehund, den du gesucht hast, oder ist das vielleicht doch ein anderer Spielertyp? Das fokussiert euch nicht. Also wir holen jetzt keinen Holzhacker, der hier über den Platz pflügt und den Platz kaputt macht, so wie ich das vielleicht gemacht habe. Es ist ein Fußballspieler, der einen richtig guten Ball spielen kann, der seine Karriere begonnen hat als Linksverteidiger, als offensiver Linksverteidiger, wo er unglaublich viele Tore vorbereitet hat mit seiner Schnelligkeit. Also es ist generell erstmal ein Fußballer, der über sehr, sehr gute physische Voraussetzungen verfügt und der darüber hinaus, und das wisst ihr alle, wir haben dreimal gegen Sevilla gespielt, viermal, wisst ihr, wie Sevilla Fußball spielt. Und da kannst du nur spielen, wenn du diese Qualitäten eben auch hast, dich zu wehren, robust zu sein, Zweikämpfe gewinnen zu wollen. Und wenn er, und das ist bei ihm eben so, beides vereint, dann ist das für uns eine klare Verstärkung unseres Kaders. Also nochmal, es ist jetzt keiner, der über den Platz brüllt und grätscht und nur das kann. Aber er will gewinnen und das sind genau diese Typen, die du brauchst. Es ist ein Gewinnertyp, deswegen hat er auch mit dieser Mannschaft so erfolgreich Fußball gespielt. Der möchte Spiele gewinnen und das ist das, was eben ein Stück weit uns auch jetzt gut tut, so einen Typen zu haben, der kommt und sagt, hör zu Männer, wir schaffen das. Das haben wir in der Vergangenheit auch gehabt mit solchen Spielertypen, wie es damals Mike Hanke war, in diesen schwierigen Relegationsphasen. Da brauchst du solche Typen, die eben eine neue Stimmung reinbringen und das kann er. Auch wenn er sich nicht fließend Deutsch spricht, aber er macht es über eine andere Art und Weise. Achim. Nochmal eine Frage an Kolo. Man hört öfters, wenn neue Spieler hier sitzen, dass der Max Eberl so eine Art hat, die Spieler zu begeistern. Jetzt spricht er ja auch nicht fließend Französisch. Wie hat er dich begeistert? Was ist dir da hängen geblieben, dass du gesagt hast, ja, ich entscheide mich für Borussia? Oui, oui, c'est Max qui m'a convaincu. On a eu un rendez-vous il y a quelques temps. Voilà, il m'a fait part de son envie de que je rejoigne le club. Voilà, j'ai eu réflexion avec mon agent et c'était la bonne solution pour continuer ma carrière. Ja, das kann er in seinem Fall nur bestätigen. Er hat gute Gespräche und Max hat ihn überzeugt, dass das eine sehr interessante Aufgabe für ihn sein könnte. In den Gesprächen war sein Agent natürlich auch dabei und sie haben das auch nochmal reflektiert, ob das der richtige Schritt ist und sind nach diesen guten Gesprächen eben zu dem Ergebnis gekommen, dass das für ihn in seiner Karriere ein guter Schritt ist jetzt. Ich muss auch fairerweise, würde ich mal anfügen, dass ja die Spieler hole ich nicht alleine, sondern die holt ja Steffen Korrell auch mit und der spricht Gott sei Dank fließend Französisch. Deswegen klappt es mit den französischen Spielern besser als mit den anderen. Da scheint Steffen gute Arbeit zu machen. Keine Fragen mehr, doch, Dirk. Vielleicht kann Kolo nochmal erklären, warum er jetzt bei Sevilla nicht mehr gespielt hat. Hat er sich da was vorzuwerfen? War er verletzt? Oder hat einfach der neue Trainer eine ganz andere Art Fußball spielen lassen da? Non, ça n'a rien à voir avec le Trainer. Voilà, c'était plus un problème extrasportif avec Monchi. Voilà, ça reste entre Monchi et moi. Et voilà, je veux pas en parler parce que maintenant c'est passé. Maintenant je vais avancer avec mon nouveau club et évoluer avec eux et remonter le plus rapidement possible. Avec Mönchengladbach. Donc c'était pas l'entraîneur, c'était des problèmes avec Monchi. Non, oui, c'était avec Monchi. Voilà, c'était. Also er sagt, es hatte weniger mit dem Trainer zu tun, sondern es gab ein paar Probleme mit dem Sportdirektor, mit Monchi, aber er möchte da nichts drüber sagen. Das ist auch ausgeräumt und guckt in die Zukunft und freut sich auf die Zeit hier in Gladbach.